Ja, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu Resetier oder so heißt, ne? Resetier, ein Item Shop Tale. Also eine Mischung aus den beiden Namen. Bisschen anders geschrieben, glaube ich. Ich glaube, nur mit einem T schreibt man Resetier. Ist ja egal. Lass uns mal nachschauen. Ja, im der Kalender sagt, in 3 Monaten. Es sind 3 Monate vergangen, seit Papa abgehauen ist. Also der hat die verlassen. Der ist nicht irgendwie auf Reisen gegangen oder arbeiten. Der hat die einfach verlassen wahrscheinlich. Bei so einem Mädchen, die nicht mal vernünftig mit Leuten reden kann, die nicht mal, die schon Panik kriegt, wenn sie Hallo sagen muss. Ich habe nicht verstanden, warum er irgendwie gesagt hat, ich werde ein Held sein. Oh, vielleicht kommt der Vater ja irgendwann wieder und mit dem können wir dann die Dungeons machen immer. Okay, dann ist er einfach abgehauen. Ich hoffe, er ist okay. Mir wird etwas einsam. So, ich sollte mich nicht darüber so viel Gedanken darüber machen. Das Beste daran ist, dass er okay ist, keine Ahnung. Dass er sich gut fühlt, dass es sein Wunsch ist. Huh? Hallo? Wer klopft da? Papa! Papa würde nicht klopfen. Wer ist das? Bitte, lieber Mann, nicht vergewaltigen. Ja, wer ist da? Da ist jemand. Oh, warte. Ein paar Fußabdrücke? Nee, an meinen Füßen. Guten Nachmittag. Du bist die Mademoiselle Reset Lemongrass? Miss Elfe? Pardon, entschuldigt mich. Aber ich bin diejenige, die eine Frage gestellt hat. Nochmal, bist du Reset Lemongrass? Ja, ich bin Reset. Mein Name ist Trine. Ich bin ein Agent der Term Finance Company. Okay. Finance Company? Ich bin hier, um hier Payment Rechnungen einzuholen. On a loan paid out. Okay, also irgendwelche Rechnungen von meinem Vater einzutreiben. Hier ist der Antrag und die Identifikation. Also hier der. Sowas wie ein Durchsuchungsbefehl, halt so, hier, guck mal, da steht drauf, der schuldet mir so und so viel Geld und hier ist meine Identifikationsnummer. Loan? Repayment? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also das ist so eine Geldeintreiberin, die ist hier, um mein Geld einzutreiben. Okay, wenn du nicht in der Lage bist, das zurückzukassieren, werden wir dieses Haus beschlagnahmen. Um die Schulden zurückzubezahlen. Loan sind Schulden, ne, waren's. Was? Zurück? Was? Nein? Hallo, Moment. What the hell? Demo. Aber, Papa ist nicht. Er ist nicht hier? Ja, das habe ich gesehen. Mr. Lemongrass disappeared following a Fracas atop. Okay, der hat irgendein Viech gesucht und ist dabei abgehauen und da sieht man im Bild, wie er gegen den Drachen gekämpft hat. So we assumed he might have returned. Okay, man hat gedacht, dass er langsam ankommen würde. Even if he has not, however, the contract covers eventually. Okay, selbst wenn er nicht hier ist, muss der Scheiß trotzdem bezahlt werden. Kraft das. Nee, das hab ich ja gesagt. Ah! Leise! As the sole remaining member of this household. Als der einzige verbleibende. Achso, die glaubt, der ist tot und meine Tussi. Also, ich glaube nicht, dass er tot ist. Und als der einzige verbleibende Hausbesitzer quasi ist es meine Aufgabe, seine Schulden zurückbezahlen. Debts waren Schulden. Was? Ach, Lohn ist. Lohn ist. Ach, keine Ahnung. But that's how I'm supposed to. Okay, aber. Wie soll ich das hinbekommen? Ich habe nicht genug Geld, um überhaupt irgendwie zu überleben. Ganz alleine. Ganz alleine. Natürlich. Wir brauchen nicht alles auf einmal. Aber es gibt ein bisschen, du hast ein kleines Zeitfenster, um alles zu besorgen. Okay, ich soll irgendwie unser Land verkaufen? Also unser Haus, nehme ich mal an, unser Grundstück.
Ach so. Okay, ich glaube nicht, dass ich nur mit zwei internen Organen überleben kann. Vielleicht esse ich... Was ist denn Spinach? Okay, was mal? Ich könnte Blut spenden, oder was? Will die mir jetzt gerade hier sagen. Und wenn ich hier eine Menge von Spinach esse, dann kommt mein Blut wieder schneller dabei zu mir. But I don't wanna be a sailor. Ich will kein Segler sein, hier kein. Die sagt jetzt voll viele Berufe auf einmal. Verkaufen das Land, das Haus. Jetzt auf einmal wollte die Blut verticken und Organe. Jetzt auf einmal will sie wieder irgendwie ein Seemann werden. Was soll ich tun? Bitte, hör mir doch erstmal zu. Ich hab eine Idee, wie wir da rauskommen. Uninteressant. Wir müssen jetzt mal ein bisschen weitermachen, deswegen übersetze ich nur noch die wichtigen Sachen. Aber... Okay, da hat uns irgendwer... Uninteressant. Die hat irgendwen irgendwo hingeschickt zum Labor. Sie muss arbeiten. Du sollst einen scheiß Shop leiten, das ist doch nicht schwer, Mädel. Okay, der will das Haus nehmen, wenn du nicht arbeitest. Work oder the house. Okay, dann arbeite ich halt. Super. Ich weiß nicht, was ich tun kann. Ich habe schon eine Idee. You are aware, of course, that this city has an adventuring hub. In addition, this house faces out onto one of the main city lanes. Therefore, ich könnte das, könnte ein Item Store machen. Ich könnte auch ein Hotel anbieten, tatsächlich. Item Store? Was? Echt jetzt? So. Warum hilft die mir überhaupt? Oh Gott, beeilt euch doch mal. Ich will nicht so ewig reden. Die Folge ist gleich schon wieder oben. Ich habe wieder nichts hingekriegt. Ich finde die Backstory ja ganz witzig und so, aber... Mademoiselle Longgrass... Bin ein bisschen zum Markt gegangen. Wo ist sie hingegangen? Uninteressant. Asking her to turn the house into an item shop was food. Okay. Es macht keinen Sinn, sie danach zu fragen, hier das Haus umzudekorieren in einen Item Shop. Sie muss ja sowieso noch die Rechnung bezahlen. Naja, die geht aber so davon aus, dass der Vater tot ist. Warte, draußen. Okay. Sie hört was und ich hab... Jenes! Jetzt dann. Okay, sie hat ein Schild gemacht. Shop-Zeichen. Sieht's nicht cool aus? Wir brauchen so einen Scheiß. Ich war schon immer gut im Sachen herstellen. Ja klar, ich habe auch immer so ein Schild easy hergestellt und drauf gemalt. Das war echt schwer. Ja, das Zeichen ist voll süß und so. Gibt's da ein Problem? Der Name... Bin mir nicht mit dem Namen sicher. Resetier. Okay, tatsächlich. Bist du beide Namen vereint? Na, wir sind doch Partner, oder? Also habe ich das ja in beide Namen reingepackt. Ist das nicht nett? Wow, das ist das Sentiment of Commitment. Eigentlich sind wir ja gar keine Partner. Die versucht mir nur ein bisschen zu helfen, bis ich die Kohle auftreiben kann. Aber wahrscheinlich wären wir beste Freunde. Okay, jetzt will Wolzi es eigentlich kurz erklären, hat es dann aufgegeben. Dann ist es entschieden. Resetier. Achso, der versucht rauszufinden, was sie versucht mit das so bedeuten soll. Rectier. Oder Resket. Ist egal. This job is gonna to even more absurdly difficult than I originally expected. Okay, sie denkt, der Job ist noch absurder, als sie von Anfang an gedacht hat. Und so, ja, ist sie in mein Leben getreten, die blöde Elfe. Okay. Können wir jetzt endlich was verticken? Ach Gott, immer noch nicht. Ach Mann, ey. Scheiße. Wie kann man so lange schlafen?
Let's do the very best we can. Aufwachen! Sind wir jetzt wieder in der Gegenwart und haben nur einen Teil verkauft? Ist das richtig? Die Uhr hat keinen guten Morgen. Item Shop. Okay, nicht so viel schlafen. Ja, ja, ich weiß. Voll witzig, weil ich voll süß bin. Es ist egal, ob ich lange schlafe. Warum smilest du so? Okay. Das Lächeln, was du im Schlaf hattest, wird immer größer? Das hat keinen Grund. Ich habe nur was ganz Tolles in meinem Traum gesehen. Tier, let's give it your... Lass uns wieder alles geben. Jetzt mach doch mal schneller, Mensch. Ey, was ist denn hier los? Typisch Japaner, ne? Müssen immer 25 Jahre lang... So. So, I have an item shop and stuff and it's all cool and awesome. Okay, ja, ich habe jetzt alles. So, was können wir jetzt machen? Das ist deine Entscheidung. Wenn du dahinter sitzen willst. Wir können direkt öffnen oder wir können reorganize the shop. Or we could even go search for new stock around town or elsewhere. Okay, wir können... Was heißt elsewhere? That's a ton of options. Wie soll ich mich entscheiden? So wie ich gesagt habe. Es gibt keine Map, wie du diesem. Es gibt keine richtigen. Kein Blueprint, dem du folgen kannst, wenn du so einen Shop leitest. Alles. Du musst irgendwie alles irgendwie regeln, selbst geschissen bekommen und alles ausprobieren und gucken, was der richtige Weg ist. Eine Map gibt's halt nicht dafür. Okay, wir könnten jetzt abhauen. Wir könnten mit der reden. Wir könnten. Ich würde sagen, ob wir jetzt nochmal eins von diesen Schwertern mehr kaufen oder nicht. Wir machen einfach mal den Shop auf. Okay, alle kommen hier rein. Hallo! Okay, der will das fette Schwert haben. Alles klar. So, haha! Unter 130%. That's the reason. Vertickt! Please come again. Nice! Das war's? Mehr habe ich nicht vertickt? Ein Teil nur? Okay, das bedeutet aber, wir können mal eben kurz in die zum Merchant gehen. Out of stock. Okay, dann kaufen wir eben hier alles. Gehen nochmal zum Markt. Wir sind zum Markt. Let's pick up something here. Was? A necklace? Tree seed necklace? A charm made of a dyed seed from a distant island. The seed rains slightly when it shakes. Okay, kostet 700. Können wir uns leisten. Kaufen wir. Hä, können wir ja nicht kaufen. Oder gibt's noch irgendwie... Kann man noch den Händler wechseln? Oh, hier gibt's ein Menü. Payment Picks. Okay, da müssen wir 10.000 bezahlen. Enzyklopädie, Option. Okay. Speichern! Ich kann speichern! Oh mein Gott! Endlich! Tadaima! Hä? Achso. Oh Gott sei Dank. Wieso hab ich denn. Ach, ich muss jeder. Jedes einzelne da hinlegen. Das ist ja voll gay. Naja, okay. Bringt mir halt nur wenig Kohle. Die kommen nochmal abends rein. Hallo, was wollen sie denn haben? Dieses Kackschwert ist kein Problem. Kriegen wir hin. Da, nimm's halt einfach mit. Ich will's nicht mehr haben. Okay, da hast du dein Geld. Dankeschön. Wuff. Will noch irgendwer was kaufen? Wie, warum kauft immer nur einer was? Verstehe ich nicht. Hier ist der Preis. Hier ist wieder. Da. Da. Die will auch noch was kaufen. Nice. 129. Bisschen weniger. Da. Und das hat sie accepted. Okay, wir haben ein bisschen Kohle gemacht. Please come again.
Okay. Okay, wir haben das Brot, das coole Schwert, das Necklace haben wir noch. Was? Profit Score. Was steht da? Exceeded Expectations. Okay, ist ja egal. Expectations sind diese Apps angestellt. Es spielt doch keine Rolle. Profit 1200, Score Difference 200. Okay, wir haben 1200 Profit gemacht. Heute, bisher. Tag 3. Sag mir nicht noch was erklären, oder? Könnte ich dem der im Moment quatschen? Was läuft? Concerning the debt, I have suggested. Ich habe über die Zahlung nachgedacht. Hast du? Paying it all back at once is wholly. Also ist komplett außerhalb deiner Möglichkeiten, alles auf einmal zurückzubezahlen. Also habe ich nur wöchentliche Dinger hier gemacht, damit du billiger davon wegkommst. Okay. You never told me how big Papa's debt is exactly. That's because you wouldn't faint if you found out. Okay. For now, it's a secret. Also muss ich da jetzt rechnen, dass ich das mein Leben lang machen darf hier, gefühlt. Mein komplettes Spiel immer 10.000 abgeben darf. As the store begins to build up steam, we will increase payment size. Okay. Also wir werden mehr verlangen, sobald sich der Shop ein bisschen mehr entwickelt. Okay. The payment date nearest the current date amount is the amount you will display in the calendar. Okay, im Kalender wird mir das also angezeigt. Okay. So, wir müssen natürlich erstmal wieder Ware besorgen. Erstmal zum Merchant Guild. Kaufen. Alles weg. Cool. Warum ist alles weg? Ich könnte was verticken. Nö. Steht hier irgendwie, wann neue Ware kam? Okay, was kann ich hier machen? Gods for set price. Most of what we can our hand is in practice stuff to weapons, armor, clothing, adventuring, necklace. The town's main market, who we work with, is where you can get things like foodstuff, books and other irgendeinen anderen Scheiß. Flashy rare stuff is a bit out of our league. If you're a mind to get your mitts on that kind of stuff, you have to go Dungeon Stomping yourself. Okay, or buy it as a customer. Ja, wie kann ich den Dungeon dingsen? Or will also buy off any sea stock you have. Mind we buy lowest rules, so if you want to take an extra profit, you're better off selling to your customers. Okay, nochmal kurz, was es hier alles so gibt. Famous for the old ruins. The city for surrounding countries. Entschuldigung, dass ich so schnell jetzt hier ein bisschen so durchdümpel. Adventuring type coming as well. There's try rich out of undiscovered treasures into the wilds, hunting for fat loot. Well, do know what they see in chasing after oversizing loots, but their presence has also brought a lot of new merchants to the city. Kann er mir auch mal. Oh, der hat mir überhaupt nichts erklärt im Endeffekt. Ah, jetzt vielleicht. City biggest pub. Never too hard to sell those wandering types a little bit of liquid irgendwas. Well, I go in there for a little nip. Okay, da kann ich mir auch was kaufen. Ah, you might check the Adventuring Guild proper too. There's a charge of making sure the exploration effort aren't a total bad. So see sometimes. Now keep in mind that these places are only open at certain times. For example, the pub only opens in the evening. Rare pretty much open at the time. Wait, if you're always open, how do you find time to visit the pub for that matter? Little Missy, you had a kind of weapon. Okay. Merde! Forget I ask. Okay, gut. Wir gehen mal kurz zur Adventure-Gilde, weil die gerade aufhört. Das ist der Adventuring Guide, the Guide Manage Exploration, Wilderness, Iris and Abandoned Ruins near the City.
The areas commonly referred to as dungeons without approval. Adventurers cannot visit the dungeon. Okay, ohne Berechtigung können Adventurer nicht das machen. Oh, das ist aber schade. Aber können. So we cannot just go into the dungeon and pick up everything we see. If we could do that, we could sell everything we get. Hey, 100% profit. It is still a very good idea. A great many people may make fortunes that way if you wish to do that. However, we must first hire an adventurer. Hire? Can I just pick anybody? The truth of the matters is a bit more complicated. Even if you pay them, few adventurers are willing to risk their life simply for the benefit of a complete stranger. They turn away people that doesn't know well. Indeed, you should first get to know a few adventurers and build up a certain level of trust with them. If you goes well, they will give you a symbol of the guild membership. This usually takes the form of a card. With that in hand, we can bring an adventurer with us. So it's like they are inviting us to a dinner party. Well, dinner parties usually include blood, mad bees, attempting and limp from a... Okay. Sehr witzig. I need to meet an adventurer. Okay, which for us should not be that difficult. Yes, weil wir Mädels sind. After all, we run an item shop, so we should get a few coming in as client on very regular basis. Okay, da werden ein paar hinkommen. Zu uns. In unseren Shop. Deswegen wird es kein Problem sein, die überhaupt erstmal kennenzulernen. Okay, ich gebe mein Bestes. Indeed, careful of reset is not... Just be careful that reset is not on the menu. Hä? Was läuft? Well, that guy over here. Hör mir zu! Wenn ich nicht arbeiten kann, kann ich kein Geld bekommen. Und wenn ich kein Geld bekomme, kann ich keine Items bekommen. Okay. Heaven. If I had a few things, I could at least visit the Hall of Trials. Okay, wenn ich wenigstens ein paar Sachen hätte, könnte ich die Halle der Trials besuchen. I wonder what's going on. Kann ich den ausrüsten? He seems to be a rookie adventurer complaining about his inability to complete the required guild test. Okay, er hat nicht mal die Sachen, um den guild test zu bestehen. Test! Der guild hat ja laut anyone... Okay, nicht jeder darf das. Du kannst nur offiziell für die Guild arbeiten, wenn du irgendeinen Test bestehst. Okay, ein Shop-Besitzer ist wohl nicht der einzig schwere Job. Ich habe eine Idee. I do believe we have found our first adventurer. Okay, wir haben unseren ersten Adventurer gefunden. Wait, what do you mean? Tears, warte. Kann ich ihn jetzt mit Waffen ausrüsten und dann zieht der Typ los, oder was? Son of a... I burned what cash I had to getting into the city. If I cannot get into the guild, I do know what I'll even do for dinner money. Now I'm hungry, great. Hey, Kumpel. Entschuldigung, bitte. Du bist ein Adventurer. Wen nennst du Seedly? Und ihr seid? Wir sind nur ein paar Händler, die zufällig vorbeigekommen sind. Händler? You heard me talking. Sorry, but I'm way too broke and seedy to buy anything. Okay, ich bin halt arm. Er ist halt arm. Believe me, I cannot tell by your seedy nature that attempt to sell you anything would be colossal waste of time. Come on, Tears, stop with the CD already, he isn't irgendwas. So are you two going to prune me or what here? Ja, können wir den jetzt mal nicht ausstatten? Hallo? Would you like if we came with if we require equipment or items, we can provide them. Okay, wenn du irgendeinen Scheiß brauchst, kannst du uns kommen. Okay. Business. We help you pass the trial, you provide us with your card. I get it. We help Mr. Swordsman clear the dungeon and then he give us his card, a sign of our eternal friendship. Eternal friendship? Is rather irrelevant in diesem Fall. Okay, ist uninteressant.
Aber es hilft uns. Was sagst du? I see you guys are pretty new at all of these. Our offer, Mr. Swordman, yes or no? Yes. Okay. Okay. Glad to meet you too. I'm Reset, nice to meet you. Nice to meet you. Ich bin Tiers. Call me Louis. Louis the Swordsman. Good to meet you. Ja, ja. Okay. Wir werden beginnen mit Preparation for a Dungeon Visit. Including a visit to the Central Market to pick up a food and other restorative items. Also Heil Items. We will then return here for you, wenn wir bereit sind. Ich warte hier. Okay, brauchen wir dann auch eine Waffe? Okay, wir müssen zum Markt. We came to the market, let's pick up some... Wir wollen also... Moment, wir können doch... Ah, wir können auch noch weiter. Close Cape. Summer Sandal. Essen. Hier. Apple. Walnussbrot. Hier, wir nehmen mal ein bisschen Walnussbrot mit. Zur Not können wir es immer noch verticken. So, das reicht. Oder? Let's pick up some things here. Reicht das schon? Okay, der hat ja schon was. Da ist schon ein bisschen Ausrüstung. Level 1 Swordsman. Pick the item you wish to bring with you. When finished, select the depart option at the top of his list. Okay, aber... Kann ich jetzt mal... Wie konnte ich nochmal speichern? Ich will mal gucken, wie Speichern erstmal funktioniert. So, keine Data, gespeichert. So, das machen wir aber beim nächsten Mal, liebe Leute. Jetzt kommen wir dann mal vielleicht doch endlich in Dungeon. Interessant, das Kampfsystem wird mich interessieren und alles Mögliche. Das wird wahrscheinlich nicht so toll. Aber hauptsache, wir bekommen ein paar Items, die wir in unserem Shop verkaufen. Also, Dankeschön fürs Zuschauen und ich hoffe, beim nächsten Mal seid ihr dabei, wenn wir ein bisschen Dungeon raiden, oder? Tschüssi.